Hallo meine Lieben, ja, willkommen zu einem neuen Linda Daskewitz Workout und ich sage euch, ich weiß genau wie das ist als Mama. Man hat keine Zeit, man möchte wieder fit werden, man möchte zur alten Figur kommen, aber man hat auch nicht immer Lust und Zeit, wirklich das Kind einzupacken, sich selber fertig zu machen, die Sporttasche zu packen, ins Fitnessstudio zu fahren, das Kind abzugeben. Das Thema Kind abgeben ist sowieso eine Katastrophe oftmals. Und was gibt es dann praktischeres als ein Workout zu Hause? Wenn der kleine Mann schläft oder ein Mittagsschläfchen macht, oder einfach morgens, wenn noch der Papa vielleicht da ist, oder abends, wenn der Papa den Kleinen nimmt und man hat vielleicht so 20 Minuten für sich selber, dann sind meine Workouts für dich genau das Richtige, um wieder fit zu werden, in Shape zu kommen, ein bisschen abzunehmen, zu straffen. Heute beginnen wir mit einem Ganzkörpertraining und zwar mit einem Core-Training, was auch speziell auf die Körpermitte ausgerichtet ist. Und dazu wärmen wir uns nur ein wenig auf und wir gehen im Wechsel zur Seite und wir kommen in der Mitte tief. Und das ist unser Warm-up. Wir wärmen uns auf. Über die Körpermitte kommen wir nach unten tief und hoch. Und tief und hoch. Okay, und wir nehmen die Arme mit. Über Kreuz. Der Blick folgt den Händen. Okay, nach 5, 4, 3, 2, 1 und die Arme gehen nach oben. Come on. Nach oben und streck dich in die Streckung. Tief in die Streckung und komm wieder tief und in die Streckung. Super. Und hoch. Und hoch. Das soll Spaß machen. Die paar Minuten am Tag, die sollen wenigstens dir gehören, um wieder fit zu werden. Und du brauchst dafür auch kein Fitnessstudio-Abo oder sonst irgendwas. Einfache Workouts von zu Hause mit Kurzhanteln oder mit Bällen. Mit den eigenen Möbeln an der Wand. Solche Dinge, die zeige ich euch alle, wie man die machen kann. Okay, und atme ein und wieder aus. Einatmen und ausatmen. Und wir beginnen mit den Squats von oben. Komm tief. Ganz leicht, nicht ganz tief. Das sind die kleinen Baby-Squats von oben. Okay, und die Arme nehmen wir direkt mit. Hoch und tief. Hoch. Und tief. Meine Workouts sind immer komplexe Workouts. Das heißt, wir trainieren fast immer zeitgleich Arme und Beine gemeinsam. Somit reduzieren wir unsere Trainingszeit, haben einen doppelten Effekt, weil wir dabei richtig verbrennen und alle Muskelgruppen betätigen. Come on. Und wir kommen nun tiefer. Hoch und tief. Tief und tief. Und jetzt kontrollierter. Langsam, kontrollierter. Langsam, kontrollierter. Okay. Fließende Bewegung in den Armen, Kräftigung in den Beinen. Okay. Gesäß geht nach hinten. Noch 5, 4, 3, 2. Und wir halten das unten. Die größte Muskelgruppe sind unsere Beine und wir halten, halten, halten. Und nun kreisen wir die Arme. Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Und wir kommen wieder zur Seite, aber tiefer. Und zur Seite. Und tiefer. Sehr schön. Tief zur Seite. Sehr gut. Wunderbar. Tief zur Seite. Spüre schön den Gluteus, den großen Popomuskel, den trainieren wir, um alles wieder schön zu kräftigen. Und zur Seite. Okay, wir vergrößern nur den Schritt. Und wir gehen rüber auf die rechte Seite. Und Puls. Puls. Puls und zur Mitte und Squat, Squat, Squat halten und zur anderen Seite. Puls, Puls, Puls und in die Mitte. Come on, 3 Squats, 2, 3 und zur anderen Seite und Puls. Achtet dabei, dass hier auch eure Knie nicht über die Fußspitze kommen und in die Mitte. 3-mal. Okay, und zur anderen Seite. Und in die Mitte nochmal. Okay. Wir vergrößern jetzt den Radius und gehen auf 6-mal. 5, 4, 3, 2, 1. Und in die Mitte. 5, 4, 3, 2, 1. Und noch ein extra für mich. Und wir gehen rüber auf die andere Seite. Okay. Noch 4, 3, 2, 1, das strafft richtig schön die Beinschenkel, die Adduktoren. Noch 5, 4,
3, 2, 1. Good job. Komm in die Mitte. Und wir locken unsere Beine ein wenig auf, kreisen unsere Arme. Sehr schön. Wenn du hast, nimmst du jetzt einfach ein paar kleine Kurzhanteln dazu. Falls du keine Kurzhanteln hast, nimm zwei kleine Wasserflaschen. Das reicht auch. Nun spannen wir den Bauchnabel richtig fest an bis zur Wirbelsäule. Wir spüren richtig die Kraft unseres Bauches. Und nun alternieren wir mit Bein und Arm. Okay. Bizeps und Abduktoren. Wir haben gerade die Adduktoren, die Beininnenseite trainiert. Nun trainieren wir die Beinaußenseite und auch hier, um eine schöne Silhouette zu bekommen. Super. Du kannst, wenn du möchtest, die Hand hier aufschützen. Du kannst sie aber auch einfach lang lassen. Das spielt keine Rolle. Okay. Bauch ist fest. Immer schön den Bauch anspannen. Dann trainierst du den Bauch auch automatisch mit. Und wichtig hierbei ist, halte deinen Ellbogen immer fest am Oberkörper. Okay, wir setzen das Bein hier ab. Es berührt nur ganz leicht den unteren, den anderen Schuh. Und dann lösen wir auch schon wieder das Bein ab. Okay, das Ganze langsamer. 3, 2, 1, oben halten und lösen. 3, 2, 1, oben halten und lösen. Jetzt wird es anstrengender. Oben halten und lösen. Ein letztes Mal. Oben halten und lösen. Wechsel und lösen. Okay, und ganz langsam kontrolliert auch hier wieder. Vergewissere dich, dass du auch hier wieder deinen Bauch feste anziehst zur Wirbelsäule. Und der Ellbogen ist fest am Oberkörper fixiert. Sehr schön. Und tief. Auch hier wieder schön die Beinaußenseite trainieren auf der anderen Seite. Und dann haben wir schön feste Adduktoren und Abduktoren. In dem Tempo. Und dann wird es gleich langsamer. Okay, wir starten das langsamere Tempo. 3, 2, 1, oben halten und langsam lösen. 3, 2, 1, oben halten und lösen. Sehr gut, come on. Oben halten und lösen. Und noch einmal. Oben halten und langsam wieder lösen. Sehr schön. Und wir lockern die Beine aus. Tippen auf der Stelle. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Nun kommen wir zur Schulterpartie und Rückenpartie. Das heißt, wir klappen unser Gewicht nach oben. Wir schieben es nach vorne. Ziehen zurück. Die Schulterblätter berühren sich ganz, ganz eng. Klappen hoch. Streck dich, komm zurück. Klapp zurück, komm nach vorne. Zieh zurück, hochklappen, strecken. Zurück, klappen, strecken. Zurückziehen, klappen, strecken. Sehr schön. Und wieder klappen nach vorne. Okay. Richtig schön zusammenziehen, klappen nach vorne. Come on. Und klappt da runter und schiebt nach vorne. Super. Eine schöne Schulterübung für den kompletten Schultergürtel. Und das trainiert auch gleichzeitig den oberen Rücken mit. Okay, zwei mehr davon. Zieh zurück, klapp hoch und strecke die Arme. Super. Und nun im schnellen Tempo machen wir die Overhead Presses. Und zieh nach oben. Strecken, strecken, strecken. Und die Beine sind leicht gebeugt. Und strecken. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Und klappe das Gewicht zurück. Kreise deine Schultern. Nach vorne nochmal kreisen. Und wir alternieren mit den kleinen Kurzhanteln links und rechts nach vorne. Und schnell. Puls. 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 Noch 5. 4, 3, 2, 1. Okay. Und wir gehen wieder zurück zu den Overhead Presses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und nun alternieren wir und
betätigen dabei wieder unsere Beine. Wir gehen ganz leicht in eine Squat-Stellung und wir alternieren. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Leg das Gewicht zur Seite und komm in die Rückenlage auf die Matte. Wir begeben uns nun direkt in die Plank-Lage. Unterarmstütz, Fußspitzen aufstellen und halte das Ganze. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und nun kommen wir nach oben und wir legen uns wieder ab. Ablegen ist gut. Und komm wieder hoch. Und in den Unterarmstütz wieder. Und hoch. Und wieder tief. Zwei mehr davon. Und der letzte. Okay, wir bleiben direkt hier. Drehen uns zur Seite. Und wir öffnen zum Sideplank. Der Arm streckt sich nach oben. Und wir halten. Halten. Halten und wir geben mit der Hüfte nach. Puls. 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 Okay. Und halten, halten, halten. Und zur anderen Seite über die Mitte. Zunächst einmal gehen wir wieder in den Plank und halten nochmal 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir kommen zur anderen Seite direkt. Ich drehe mich jetzt einfach mal hier um. Und auch hier kommst du in den Unterarmstütz nach oben und streck dich. Okay, und halte, halte, halte und Puls, 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 Puls. Noch 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Und komm in die Rückenlage. So, nun in der Rückenlage streckst du das linke Bein und mit dem rechten Arm versuchst du das Schwunggelenk zu berühren, um hier die schrägen Bauchmuskeln zu trainieren. Und hoch, hoch, tipp, tipp, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir halten, halten, halten und wir lösen. Okay, streck das rechte Bein. Auch hier versuchst du, das Sprunggelenk zu berühren. Und Puls, Puls, Puls. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und langsam lösen. Kommen wir nun zur letzten Übung, zu den Crunches. Die Handflächen zeigen nach oben und der Bauchnabel ist fest und zieht zur Wirbelsäule. Okay. Und wir legen die Schulterblätter nicht ab. Wir bleiben tendenziell immer ein wenig oben. Und kleine Puls, 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 Puls. Wir steigern das Ganze. Strecken das rechte Bein. Come on. Puls, 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 Puls. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und absetzen. Wir bleiben weiter und pulsieren. Come on. Und streck das linke Bein. Und Puls, Puls, Puls. Super. Come on, das ist gleich geschafft. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Komm nun in die aufrechte Position und wir kommen zum Cooldown. Und dazu schnappst du dir dein linkes Sprunggelenk, finde deine Balance und Knie an Knie und wir dehnen die Beinoberseite und halten das Ganze. 3, 2, 1 und wir lösen langsam, setzen das Bein vorne auf und kommen tief, um die Beinrückseite zu gehen. 5, 4, 3, 2, 1. Streck dich, wechsel. Und setze hier auch die Ferse auf. Komm tief im Gesäß. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, und komm in die weitere Streckung deiner Arme. Zieh die Schulterblätter schön fester zusammen. Komm in die Dehnung deiner Brustmuskulatur. Und halte das Ganze. Atme ein und aus, tief. Und wir kommen nach vorne, überkreuzen die Arme, der Kopf fällt durch die Mitte. Und zieh die Schulterblätter fest auseinander. Und komm nochmal tief. Arme ein und ausatmen. Und ein letztes Mal.
Gut gemacht. Ihr Lieben, wenn euch das Workout gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt und besucht mich auf meiner Facebook-Seite auf Lena Daskewitz. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss und bye bye.